So schnell wie beim letzten Mal habe ich ein Part ja noch nie beendet. Was ist da los? So, und hier müssten wir, glaube ich, auch noch ein Rennen haben, oder? Ach nee, das waren so sogar schon alle. Gut. Entweder richte ich Rocket Racer jetzt hin, oder... Oder... Ach komm, wisst ihr was? Wir machen jetzt jetzt machen wir Rocket Racer. Jetzt machen wir das durch. Und dann... Danach beschäftige ich mich mit Dino Island, mit dem letzten verfickten goldenen Stein. Der muss irgendwo ja auch noch sein. Bläh. So. So, da kommt er an. Der neue alte Meister, Rocket Racer. Schön, dass du gekommen bist, Lego Sucks. Ich hab dich beobachtet wie jeder andere und du wirst langsam ein richtig guter Fahrer. Verlegenheitspunkte. Echt? Glaubst du wirklich? So eingefallen? Nein. Auf jeden Fall. Die Rennen, die du in den anderen Lego-Welten gefahren bist, waren, milde ausgedrückt, höchst beeindruckend. Milde ausgedrückt, ne? Ja. Warte, wie beeindruckt du sein wirst, wenn ich dich schlage. Aha. Du hast Mut, das muss man dir lassen. Ich bin im großen Dom noch nie geschlagen worden. Aber wer weiß, vielleicht bist du ja der Erste, dem es gelingt. Wie auch immer, ich freue mich auf das Rennen. Verlegenheitspunkte. Ich auch. Los geht's, wir sind super motiviert. Fahren wir im Kreis. Der wird bestimmt einfach nur Gas geben. Deshalb werden wir voll die Probleme haben. Oder auch nicht. Weil wir einfach viel zu gut sind, viel zu schnell sind für den. Ach, da ist... Access denied. Boah, der hat ja auch Flammen. Geil. Ja, und das sollte nach Möglichkeit nicht nochmal passieren. Obwohl, dadurch kriegen wir ja Boosts. Egal, das sind drei Runden. Das kriegen wir wohl noch im ersten Run hin. Ah ja, das bringt dir dann... Was hat der denn gemacht? Ach, der ist unsichtbar geworden. Irgendwie... Achtung! Boah, das war ein Knäppchen. Können wir das nochmal hinkriegen? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Lalala. Dann lasse ich diesen Sprung beim nächsten Mal einfach sein. So, dann bauen wir uns wieder etwas zusammen. Vielleicht brauche ich einen zweiten Anlauf für den... Was? Der ist schon so weit weg. Der ist schon so weit weg. Was war das nochmal? Oh, das war ein starker Wirbelwind. Wann immer wir den nochmal gebrauchen werden. So, jetzt heißt es keine Fehler mehr machen. Aber es ruckelt noch so verführerisch. Shit. Ah, das zählt noch nicht als Fehler. Das auch noch nicht, aber... Autsch. Ne, wir sind gerade einfach zu langsam. Ich habe vorher zu viele Fehler gemacht. Nee, den kriege ich nicht mehr. So, dann müssen wir da drin neu starten, liebe Leute. Nee, halt die Backen. Wir kennen ja den Dialog, ja, du bist ja so gut gefahren und bla. So, jetzt mal mit Turbo Start. Auch wenn das nicht so bedeutend viel schneller wirkt am Anfang. So. Jetzt fahren wir hier lang. Und jetzt haben wir auch schon mal einen kleinen Vorsprung, den wir auch noch gut ausbauen können. Ja, das war knapp.
Ah, das scheint gut zu laufen. Hauptsache, das Teil schlägt uns selbst nicht in den Nacken. Das wäre ein bisschen doof. Ist aber trotzdem verfrüht explodiert. Na, klasse. Überhaupt nicht unfair. Nein. Wie schnell der Arsch ist. Krieg ich dich? Krieg ich dich? Nein, ich krieg wahrscheinlich eher mich selbst, ne? Autsch. Ich glaube, der hat mehr Leistung als ich. Ah. Wie ich solche zielgesteuerte KI-Teile hasse. Wie ich sie hasse. Das darf doch nicht wahr sein. Also ist jetzt wieder die letzte Runde und wahrscheinlich werde ich das aus diesem Grund verkacken. Ich habe nicht getroffen. Das kann ich noch hinkriegen. Nicht! Was? Was? Das kriege ich noch hin. Ich hab's geschafft. Yes, yes, yes. So, aber nicht unter 40 Sekunden. Trotzdem haben wir es geschafft. Ui, was? Das sieht ja fein aus, aber das sieht nur nach Bronze aus. Warum? Ja, erstmal nach oben gehen. Also das muss dir der Neid lassen. Ich glaube, du hast die Auszeichnung verdient. Bronze. Lego sagt, Glückwunsch! Warum hält er das Teil mit mir? Weil er der alte Champion ist? Egal. Danke, Rocket. Es bedeutet mir sehr viel, wenn du das sagst. Es ist voll schwer, das zu lesen, wenn der Text so langsam ist. Dann pass mal gut darauf auf, ja? Denn früher oder später komme ich, um mir den Pokal zurückzuholen. Ich freue mich schon darauf. Nicht. Aber an deiner Stelle würde ich vorher ein bisschen üben. Hohoho, große Worte. Ha, keine Sorge. Das werde ich. Ich bin schon öfter geschlagen worden. Aber ich komme jedes Mal wieder. Übrigens, ich glaube, da sind einige Leute, die den frisch gebackenen Champion der Galaxis ihre Aufwartung machen wollen. Aufwartung? Egal. Yeah, die finden das alles so geil. Ja, der ist ja doch dabei. Lego Sox ist mein Freund. Lego Sox ist immer willkommen in Arktik. Danke, Herr Eisberg. Und er macht erstmal Stepptanzen. Oh. Du hast gesiegt, wo alle anderen gescheitert sind. Ihr seid da nicht mehr hingekommen. Auf unserem Planeten wirst du immer willkommen sein. Juhu. Danke, oh, voll verlegen. Vielleicht hast du beim nächsten Mal mehr Glück. Ich glaube, ich kann Niederlagen verkraften. Schließlich bin ich vom besten Fahrer der Galaxis besiegt worden. Wenn du jemals wieder nach Dino Island kommst, das werde ich, würde ich gern noch einmal gegen dich fahren. Ob das solche Herausforderungen noch wären? Mal schauen. Das wäre toll, Herr Sinister. Tja, Lego sagt, ich hab ja immer gesagt, du hast das Zeug, Champion zu werden. Blöd, der Text ist zu lang. Und ich hatte recht. Genieße deinen Ruhm. Du hast ihn dir verdient. Hat Spark irgendwas davon? Nein, du bist der beste Fahrer der Galaxis. Ausrufezeichen. Wunderbar, wunderschön. Ohne dich hätte ich das nie geschafft, Sparky. Dir gebührt der Ruhm mindestens genauso wie mir. Nein. Wir wollten dir sagen, dass wir uns sehr über deinen Sieg freuen. Ja. Ja, du hast eine Spitzenshow geliefert. War echt der Hammer.
Jetzt verstehe ich, warum du uns besiegt hast. Du bist der beste Fahrer, den ich je gesehen habe. Und wir sind stolz darauf, gegen dich gefahren zu sein. Ah ja. Wow, danke Jungs. Ihr seid aber auch nicht übel. Wisst ihr, wenn wir wieder in Sandy Bay sind, sollten wir uns vielleicht öfter mal ein kleines Rennen liefern. Boah, wie viel ich gerade aufstoße und gähne, das ist ja gar nicht mehr feierlich. Replay oder was? Attention to detail. Ich glaube, ja, das ist ein Replay vom letzten Rennen. So. Da könnt ihr jetzt euch nochmal aus der Sicht des Beobachters von außen nochmal sehen, wie schlecht ich gefahren bin und welche Fehler ich mir wo geleistet habe. So, und damit ist das Let's Play Lego Racers 2 auch fast beendet. Das Einzige, was ich noch gerne machen würde, ist ja den letzten blöden Stein finden. Den letzten Stein von Dino Island. Und wenn ich diesen gefunden habe, und erst dann werde ich Let's Play Need for Speed Underground anfangen. So viel Courage, so viel Solidarität, so viel Loyalität muss ich dem LP zumindest geben. Denn das muss einfach sein, Leute. Dass ich sage, ja, ich will den letzten Stein haben und dann hole ich mir den auch. Und wie gesagt, wenn ihr wisst, wo der ist, könnt ihr das gerne in die Kommentare reinschreiben. Oder ich werde selber nachsuchen, aber nicht offscreen. Ihr werdet die ganze Zeit dann dabei sein. Und ich, ja, werde dann mal schauen, wie lange das dauert, bis wir den letzten finden. Ich will nicht hoffen, dass das so ewig lang dauert. Ja, fahren wir einfach mal auf die Tribüne drauf. So ist das schön. Wir müssen den Zuschauern doch auch etwas bieten. Wir müssen euch etwas bieten. Euch, die ihr zuschaut. Besten Dank gilt an euch Zuschauern. Ha, an die Leute, die das alles sehen. Es ist eine fiktive Arbeit. Ja, stimmt doch überhaupt nicht. Das ist alles real, liebe Kinder. Ja, ihr müsst das alles glauben. Natürlich. Wuhu. Es gibt ferne Galaxien, die Xalax heißen. Weiter. Gut gemacht. Ja, jetzt kommt noch so eine abschließend blöde Rede von Sparky. Ja, der neue Champion der Galaxis. Ich sag dir, wenn du alle 35 goldenen Steine hast, ahahaha, dann auch diejenigen, die in den Welten versteckt sind, ja, dann, und wieder nach Sandy Bay zurückkommen, veranstalte ich dir zu Ehren ein Feuerwerk. Woo! Das ist schön. Jetzt geh erstmal nach Sandy Bay. Von dort aus kannst du in die anderen Welten... Nein! Das ist ja unglaublich. Wo ist Sandy Bay? Da ist Sandy Bay. Woo! Nein, es ist wieder mal völliger Zufall, dass ich nach Sandy Bay zurückkehren will. Also muss ich es nochmal bestätigen. Wuhu! Jo. So, wo war jetzt nochmal Dino Island? Das war das mit den Zeppelin. Wo war der Zeppelin? Da ist der Zeppelin, ich hab ihn gefunden. Wunderbar. So, Regenbogen, Sparky. Und dann cutte ich jetzt eben. Und dann mache ich den folgenden Part. Ich mache den jetzt direkt anschließend und schau, ob ich das Teil selber finde. Ne? Also, bis gleich.